abgeht. Ich bin Sorobecki, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und diesmal nicht im Weihnachtspulli, aber dafür habe ich wieder neue WhatsApp-Chats für euch. Ihr wolltet es unbedingt sehen, unbedingt. Also Leute, jetzt bitte durchdrehen, weil ihr es unbedingt sehen wolltet und ich jetzt neue Chats habe. Auf jeden Fall habe ich diesmal welche von dem Ex oder der Ex. Und das kann manchmal ziemlich hart, aber auch irgendwie lustig sein. Also Leute, die eskalieren irgendwie wirklich. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, wir starten direkt damit und wusch. So, kommen wir auch schon zum ersten Chat. Es tut mir leid, dass ich dich betrogen habe. Wow. Bitte gib mir noch eine Chance. Deine Augen leuchten wie die Sterne. Du hast das schönste Lächeln und deine Schönheit raubt mir den Atem. Ernsthaft jetzt? Wenn du fremd gehst, dann... Wo war das? Wo war das? Da waren plötzlich die Augen von anderen schön und am Leuchten. Und das Lächeln von der anderen war schön und so. Was ist das da? Was ist das? Nee, so bekommst du niemals jemanden rum mehr. Niemals. Also, nein. Weißt du, ich habe eigentlich gedacht, dass du mir den Atem geraubt hast. Aber was? Aber ich habe gemerkt, dass ich einfach nur an deinem Bullshit fast erstickt bin. Wow, voll gegeben. Voll gegeben. Oh mein Gott, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, sie hat nur auf so eine Nachricht gewartet, ehrlich jetzt. Sie hat so lange auf die Nachricht gewartet, dass sie das schreiben kann. Du Schatz, willst du die Sonne in meinem Leben sein? Ja. Gut, dann bleib 149.600.000 Kilometer von mir entfernt. Oh mein Gott, aber wie sich die Person dann gefreut hat. Ja, so mit Kuss-Smiley, so Oldschool-Kuss-Smiley, aber ja, das ist so furchtbar nett. Aber so geil. Ich weiß auch nicht, ich feiere diese Antwort. Aber das ist ja der Ex oder die Ex-Freundin. Irgendwas muss er ja gemacht haben, dass sie sowas schreibt oder eher. Keine Ahnung. Irgendwie hat das was. Ich vermisse dich. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bye. Ich glaube, da hat jemand so richtig abgeschlossen schon. Vielleicht hat er oder sie das ja nach einem Jahr oder so erst geschrieben, ich vermisse dich. Dann ist das wirklich lächerlich. Hi André, bin morgen zufällig in Berlin. Paar Tipps, wo ich unbedingt hin muss? Japp, in die Hölle. Was ist los mit denen? Die sind so aggro. Ich glaube, da ist jemand so richtig aggro. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Welcher Ex oder welche Ex-Freundin kommt an, schreibt dir so, jo, bin gerade in deiner Stadt oder in deinem Viertel oder so. Und dann, wo muss ich unbedingt hin? Alter, das wäre die letzte Person, die ich fragen würde. Wie kommt man darauf? Kommen wir auf jeden Fall schon zum nächsten. Vermisse dich. Und ich vermisse One Direction. Aber manchmal halten Dinge nicht. Was ist das denn? Das ist einfach zu geil. So nett formuliert. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist mega nett formuliert. Heute, Bitch. Normal? Das schreibt man immer so jemanden einfach so über WhatsApp. Was ist los? So eine Person würde ich einfach blocken. Blocken. Ha, wurde schon als was Schlimmeres bezeichnet. Irgendwie nimmt ihr es ziemlich easy einfach so hin. Wie denn? Deine Freundin. Oha. Oha. Sie hat ihn einfach eiskalt gedisst. Juckt sie nicht. Einfach voll gegeben. Ich glaube, der blockt sie jetzt. Ey, ohne Scheiß. Ich glaube, sein Ego wird so angekratzt sein, ne? Das ist übel. Vermisse es, mich in deinen blauen Augen zu verlieren. Okay. Ja, meine Augen waren braun, aber YOLO. Oh mein Gott, so bekommst du auf jeden Fall keinen mehr zurück. Wenn du vergisst, wie die Augenfarbe war von deinem Ex-Freund oder Ex-Freundin. Vor allem so fail. Blaue Augen und er hat braune. Wie dumm ist das denn? Du musst mich vergessen und weitermachen. Du schaffst das schon. Ey, Alter, das ist so ein Arschlochsatz. Das ist das Dümmste, was man sagen kann. Wie soll ich dich bitte vergessen, wenn Dinge wie Mülleimer und Hundekacke, die ich jeden Tag beim Rausgehen sehe, mich an dich erinnern? Okay, das hätte ich jetzt nur erwartet. Mülleimer und Hundekacke, Alter. Ich weiß nicht, was ist nur los bei den Leuten. Die sind so kreativ. Du Scheiß. Nenn deine Kinder so, du dummer Typ. Und geh zu anderen Weibern und heul dich da aus, du Idiot. Und kauf dir. Das passt so null rein. Werd erwachsen, du änderst dich nie. Oh mein Gott, musste das gerade in Google Translate eingeben, weil ich mir nicht sicher war, ob du noch Deutsch redest. Alter, ist das hart. Das kam raus. Ich stalk dich noch überall auf all deinen Social-Media-Kanälen, weil ich so hoffnungslos in dich verliebt bin. Bitte komm zurück. Ey, da hat jemand voll Arsch.
hallo, jetzt mal ganz im Ernst, es ist meist echt so. Die stalken dich trotzdem noch überall, die gucken genau, was du machst, die wissen mehr Bescheid über dein Leben als du selber. So creepy ist das schon. Ehrlich jetzt, ich glaube, das stimmt wirklich. Ich glaube, das stimmt echt. Hey, lang nicht mehr geredet. Lass es auch lieber dabei. Ich glaube, das wäre auch besser so. Wenn jemand schon so genervt guckt wie dieser Emoji, dann würde ich ihn auch lieber in Ruhe lassen. Ich vermisse dich so, Baby. Ich habe so Scheiße gebaut. Das ist eine automatische Antwort. Den Typen, den du versuchst zu erreichen, hat 3 Monate damit verbracht, drum zu beten, dass mal so eine Message kommt. Gefolgt von 3 weiteren Monaten zu akzeptieren, dass es sowieso nie passieren wird. What? Die weiteren 6 Monate wurden damit verbracht, andere Mädels zu daten, um über dich hinwegzukommen. Hat funktioniert. Deine Nachricht kam 1 Jahr zu spät und er hat dich blockiert. Oh mein Gott. Das ist krass. Wow. Das ist eine heftige Antwort, ehrlich jetzt. Aber er tut mir irgendwie voll leid. Wirklich jetzt? Er hat 3 Monate lang gewartet, dass überhaupt eine Message mal von dir kommt. Denn nochmal... Ey, nee. 1 Jahr später kommt so einfach, ich vermisse dich und ich habe Scheiße gebaut. Was ist das? 1 Jahr später kommst du darauf? Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. No way. Hey, heute Abend was vor? Hä, wer bist du? Ach komm, du weißt schon wer. Sorry, echt nicht. Hör mal auf, so ein Arsch zu sein. Fragezeichen, Fragezeichen. Wir waren verdammte 2 Jahre zusammen, Mann. Der Teufel? Das ist so fies. Ehrlich jetzt, ich weiß nicht, was da abging, aber ich glaube, bei denen ging so eine Scheiße da ab, dass keine andere Antwort zu erwarten ist. Oh mein Gott, Leute, ich heule gleich vor Lachen, ehrlich. Das ist so krank. Es ist so krank. Wie neidisch du sein wirst, wenn ich erstmal in einer Großstadt in einem Penthouse lebe und dein Ex ein berühmter Star geworden ist. Hahaha. Was ist das? Voll die arrogante Kacke. Da wirst du dich dran erinnern, dass du deine Chance hattest. Meine Mutter freut sich so sehr für mich. Deine Mutter? Du bist 32. Aber gut, dann bin ich... Was? Dann bin ich wenigstens die Erste mit einem Autogramm von dir auf den Scheidungspapieren. Boah, das ist krass. Ehrlich jetzt, du musst manchmal Leute richtig auf den Boden der Tatsachen holen. Jetzt mal ganz im Ernst, die machen so einen Überflieger. Die musst du mal wieder runterholen. Ich glaube, ihm tut das ganz gut. Ehrlich, diese Antwort tat ihm wirklich gut. Aber ja, wenigstens seine Mutti freut sich für ihn. Hey Lena, dachte ich, hab dich auf Snapchat titten sehen. Oh nein, das kommt gar nicht gut, du. Wenn du zu viel reininterpretierst, das kommt gar nicht gut. Hab eigentlich nur versucht, dich zu blocken. Oh. Das ist hart. Das ist so richtig hart. Das ist schon peinlich. Wie war dein Tag? Gut, bis 21.01 Uhr. Okay. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Antwort. Das Gefühl geht einfach nicht weg. Welches? Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist, Philipp. Und es tut mir so leid, dass ich das nicht eher gesagt habe. Wir müssen zwar hart daran arbeiten, aber ich denke, es ist besser, wenn wir das zusammentun. Gemeinsam. Philipp mit... Was? Ein P? Ich weiß noch nicht, wie lange die zusammen waren. Aber wenn du deinen Ex-Freund, mit dem du es eigentlich nochmal probieren willst, falsch schreibst, genauso wie das mit den Augenfarben, das kommt echt nicht gut an. Echt nicht gut. Du wirst nie wieder so jemanden wie mich finden. Ist Sinn der Sache. Dumm. Wow. Eskalation bei denen. Eskalation, Leute. Also ja, eigentlich ist es schon irgendwie Sinn der Sache, ne? Wenn man dann Schluss macht. Irgendwo hat die Person ja recht. Hey, mein Kumpel hat irgendwie alle Namen von meinen Kontakten geändert. Oh, ich hasse sowas, ne? Wenn Freunde so eine Scheiße mit deinem Handy machen. Kannst du mir sagen, wer du bist? Wie bin ich denn eingespeichert? Bitch. Oh, wow. Und nur mal so. Hier ist Kathi, deine Ex. Oh, oh. Upsi, das muss er wohl nicht geändert haben. Vor allem noch so ein Grübel-Emoji. Er hat die Arschkarte. Das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Es ist rausgekommen, wie er sie eingespeichert hat. Hey, hab jetzt mit Boxen angefangen. Was interessiert dich das noch? So eigentlich gar nicht, oder? Wen interessiert das? Ah, okay. Kann man dir irgendwo zusehen? Stehst du etwa drauf? Nein. Nein, nein. Es fängt schon wieder an, Leute. Nein. Wusste ich's doch. Hab Muskeln bekommen. Das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Das tut weh. Nee, wollt eigentlich nur zugucken, wie dir jemand aufs Maul gibt. Das ist die geilste Antwort ever. Das hat er wahrscheinlich null erwartet halt. Er sagt dir ja so, wusste ich's doch,
habe Muskeln bekommen, stehst du etwa drauf? Und dann kommt so ein Satz, ne? Wenn du ihm eigentlich nur deswegen beim Boxen zugucken willst. Ey, hab dich angerufen! Und ich habe zugeguckt, wie es geklingelt hat. Jetzt mal ganz im Ernst, das hat bestimmt schon jeder mindestens einmal im Leben gemacht. Wenn jemand anruft, mit dem ihr eigentlich eher weniger reden möchtet, einfach nur zugucken, wie es klingelt. So Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr WhatsApp-Chat sehen wollt. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr am lustigsten und irgendwie fiesesten fandet. Ehrlich jetzt, das war schon ein bisschen gemein. Auch wenn einige Sprüche schon richtig geil waren, aber das ist schon ein bisschen fies manchmal. Auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video und ich habe euch so, so da lieb. Bye!